Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Karrieremodus-Folge mit eurem Simon von den Gamer Brothers. Vorab, falls ihr günstige Ultimate Team Münzen kaufen wollt, schaut in die Beschreibung, dort findet ihr einen Link zu einem OGR und seinem Sponsor für günstige Ultimate Team Münzen und mehr. Da gibt es Game Cards, Game Keys, alles Mögliche zu einem wirklich sehr guten Preis. Ja, ich muss mich erst einmal entschuldigen, denn ich habe ein bisschen reingekackt. Und zwar, was ist da denn passiert? Simon, was ist da passiert? Ja, und zwar habe ich aus Versehen den Karrieremodus Speicherstand überspeichert. Wie nennt man das? Überschritten? Nee, wie nennt man das denn? Keine Ahnung. Liegt mir gerade auf der Zunge, komme ich nicht drauf. Egal. Und somit ist der Karrieremodus Speicherstand verloren. Ich habe aber bis dahin wieder alles so gespielt, dass es jetzt so genauso ist wie vorher. Nur die Tore sind halt ein bisschen anders. Dass zum Beispiel irgendwie Van Persie jetzt mehr Tore als Rooney erzielt hat und so ein Zeug. Aber ansonsten, ich habe extra darauf geachtet, in der Champions League ist alles gleich geblieben und auch in der Liga-Situation hat sich nichts verändert. Und ich habe auch genau die gleichen Spiele, also es ist alles beim Alten geblieben. Deswegen, das wollte ich nur einmal zur Erklärung sagen. Ansonsten ist eigentlich nichts passiert. Ich glaube, das Einzige, was jetzt großartig passiert ist, ist, dass stotter doch mal. Fail. Nein, eigentlich stotter ich nicht, das war Absicht. Also, Lallana hat sich auf 80 entwickelt. Und Ramsey noch nicht auf 83. Ich glaube, ansonsten ist soweit alles beim Alten geblieben. Vidic war fürs letzte Spiel gesperrt. Und genau, Vidic ist auf 84 runter. Aber ansonsten ist eigentlich alles so, wie es ist. Genau, und Januzaj habe ich nicht verliehen. Das sind so die einzigen Unterschiede. Ich habe Januzaj jetzt nicht verliehen. Beziehungsweise nicht verliehen bekommen. Und aber ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Und ich werde jetzt hier erstmal ein Ründchen spielen. Und zwar steht wieder Champions League hier an der Tagesordnung. Auswärts bei Real Sociedad San Sebastian. Und das sollten wir doch mal jetzt hier packen. Als Manchester United sollte das doch eigentlich ein Sieg werden. So. Fangen wir mal hier an. Reus. Den spiele ich rüber zu Raphael. Sehr schön gespielt. Den Krieg Rooney. Ja, Rooney. Schussversuch war nicht schlecht, aber naja. Oh, schöner Pass hier auf Reus. Marco Reus. Na, den muss er doch machen. Rooney rutscht auch noch rein. Gibt sogar nur Abstoß. Schade. Gute erste Möglichkeit. So, Reus. Guter Pass hier auf Rooney. Oh, schön nach innen gezogen. Rooney mit der starken rechten Klebe, Mann. Der muss doch rein. Ah, schade. Oh, guter Ball auf Reus. Komm, jetzt muss aber der Konter mal sitzen. Komm, Reus. Mach ihn. Reus. Ach, Mann. Der Labella oder wer ist das im Tor? Hält ihn schon wieder. Oh, Ecke kommt. Das war Varane. Jawohl, da ist das 1:0. Völlig verdient. Bis jetzt, Real Sociedad hat vorne noch gar nicht richtig stattgefunden. Das war jetzt schon meine dritte, vierte große Chance hier. Die Ecke nach dieser Reus-Chance. Endlich ist der Ball im Tor. Oh, was ein Kopfball von Varane. Sehr schön. Oh, sauber. Jetzt Van Persie. Ah, ich muss schießen, da komme ich nicht vorbei. Van Persie. Gar nicht ungefährlich. Guter Schuss, aber der ist ja dafür bekannt, dass er echt mal aus der Distanz abziehen kann. Guter Schuss von Robin Van Persie. Ah, gute Kombination. Rooney. Pfosten. Mann, ich habe so viele Chancen. Da muss doch jetzt mal endlich das zweite Tor kommen. Mann. Aber guter Schuss von Rooney, echt. Bis jetzt klappt es in dem Spiel echt gut. So Leute, Halbzeit, es steht 1:0, völlig verdient hier nach dem Tor von Varane, nach dieser Reus-Aktion. Ah, ne, die war es gar nicht, war noch eine andere. Also ich hatte so viele Chancen, ich weiß nicht, wie das Torschuss, weil das ist 8:1, beziehungsweise Torschüsse 2:0. So eine verdiente Führung zur Halbzeit schon lange nicht mehr gehabt. Ich hätte locker 3:0 führen können. Oh, jetzt haben die Chance! Außennetz, was ein Glück, ey, das war so ein unverdientes Unentschieden gewesen, was sie jetzt hier erzielt hätten. Oh, ein Glück nur das Außennetz. Oh, schöne Kombination. Da kommt Rooney sogar dran. Komm, Rooney, mach ihn. Ja, 2:0. Völlig verdient. Endlich hier mal einen klareren Spielstand rausgespielt. Sehr schön. Gutes Zusammenspiel meiner beiden Stürmer. Von Van Persie und Rooney. Sehr schön. 2:0. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Glück gehabt. Das war nochmal Glück. Also langsam fängt auch
San Sebastian jetzt hier an sich Torchancen rauszuspielen, aber der war dann eher doch ungefährlich. So, Zeit für Wechsel. Reus, Varane, Nani gehen raus. Dafür, Reus, Varane und Rooney gehen raus. Dafür habe ich Nani, Jones und Draxler ins Spiel geholt. Und somit mal Lallana auf die 10 gestellt. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Oh nein, Chance. Pfosten. Oh, Glück gehabt. Was eine Chance für Real Sociedad. Und es geht gleich weiter. Oh, wieder Pfosten. Nein, jetzt ist er drin. Oh, jetzt ist er drin. Und jetzt wird es nochmal spannend. Wir haben jetzt hier ordentlich das Tempo angezogen. Und der Spieler backt im Tor. Guckt euch das an. Backt der Spieler im Torpfosten. Auch sehr geil. Und jetzt kann er auf einmal wieder weiterlaufen. Oh, verdammt. So, vorbei ist es. 2:1 gewonnen. Am Ende dann doch noch knapper, als ich zwischenzeitlich echt erwartet hätte. Ich dachte, vielleicht mache ich sogar noch das 3:0. Aber dann am Ende noch in der 2. oder 83. Minute war es, glaube ich, wo Real Sociedad hier noch ein Tor gemacht hat. Am Ende haben sie sich auch beim Schussverhältnis deutlich gesteigert, hatten auch deutlich mehr Ballbesitz. Ich habe hier sehr auf Konter gespielt, aber somit haben wir 2:1 gewonnen und das geht doch, denke ich mal, in Ordnung. Somit bleiben wir in der Champions League auf jeden Fall auf Kurs. So, nächstes Spiel auswärts in Sunderland. Ich werde nochmal gucken. Bei der Mannschaft werde ich Nani jetzt mal ins Spiel bringen. Für Lallana. Und Fellaini stelle ich mal auf die Doppel-6 für Ramsey, also zusammen mit Gündogan. So, auf geht's ins Spiel hier. Auswärts in Sunderland. Haben das letzte Spiel gegen Liverpool gewonnen, aber davor gewonnen. Und in der 3. Minute schon direkt das 1:0 durch Nani. Aber 14. Minute Fletcher mit dem 1:1 und Fellaini ist verletzt. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmes. So, jetzt ist erstmal nichts passiert. 1:1 zur Halbzeit. Also es wäre sehr gut, wenn wir hier gewinnen würden. Komm schon, 2:1. Komm schon, komm schon. Ramsey und Jones rein. Nein, 2:1 für Sunderland. Das gibt es nicht. Oh, verloren. 2:1 auswärts in Sunderland verloren. Schade, verdammt. Das wird uns definitiv die Tabellenführung kosten und so ist es. Everton und Man City, beide haben weniger Spiele und trotzdem mehr Punkte. Verdammt. So, nächstes Spiel. Fellaini war nur 3 Tage verletzt, aber ich werde ihn trotzdem auf die Bank stellen, da er noch relativ wenig Energie hat. Und Lallana für Nani. Den Rest lasse ich so. Varane spielt momentan top. So, Southampton sollten wir zu Hause schaffen. Komm schon, Swansea. Ah ja, und wir führen. Sauber, Rooney. Und von Persie verschießt den Elfmeter, aber 2:0 direkt durch Reus. Das ist mal eine gelungene erste Halbzeit bis jetzt. Sehr schön, 2:0. Bei uns keiner verletzt, sondern Chambers. Bei Southampton 3:0 von Persie. Ja, so muss das sein. Ein deutlicher Heimsieg, so muss es sein. So, Morata für Van Persie und Jones für Vidic. 4:0, Lallana. Jetzt darf die ganze Offensivreihe nochmal 4:0 zum Ende. Sehr schön. So muss man mal zu Hause auftreten. Sehr geil. So, also steht im nächsten Part wieder Champions League an. Dann wird es gegen Dortmund gehen. Bis jetzt mit 4 Punkten Vorsprung. Also ich glaube, mit dem Sieg gegen Dortmund könnten wir hier alles klar machen. In dem Part habe ich jetzt mal die wichtigen Höhepunkte nur zusammengeschnitten. Dadurch sollte das Video jetzt deutlich kürzer sein als die anderen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das, wenn ich nur die Highlights rausschneide. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel zu erzählen und verabschiede mich erstmal und sage, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein, wenn es wieder heißt, FIFA 14 Karrieremodus mit eurem Simon von den Gamer Brothers. Macht's gut, ciao.